Komm mal eben kurz mit. Ja. Also ist die Nachricht von Jack weitergekommen, richtig? Nein. Welche Nachricht von Jack? Okay, ich habe Ihren Vater darum gebeten, dass Sie einmal kurz mit mir Kontakt aufnehmen. Geht um die... Sie haben ja die Einladungspapiere bekommen, richtig? Das war's, wir sind raus. Ja, wir sind rausgeflogen. Okay. Also 2-3 Punkte dazu gibt es noch zu sagen. Wir haben gerade über Ihre Personalie, weil sich vor Ihrer Einstellung bereits 3 Officer gemeldet hatten, wo wir sagten, das ist grenzwertig, was da passiert. Grenzwertig in Form von Spaß haben ist immer wichtig und gut. Aber wir erwarten von unseren Officern gegenseitigen Respekt und professionelles Auftreten, auch wenn man gerade vor einer Einstellung stehen sollte. Bedeutet, Sie haben jetzt die Chance, nochmal beim LSPD Fuß zu fassen. Die Einstellung wird wie geplant dann durchgeführt. Wir werden allerdings mit einem separaten Auge, also Obacht geben. Ja, das bedeutet, die gucken hier im Stream, dass wenn etwas aus Sie fallen sollte im Rahmen der Belegschaft, versuchen wir uns erstmal in erster Linie drum zu kümmern und zu schauen, was denn da dran sein könnte. Sollten wir natürlich feststellen, dass dieser Job nicht so wahrgenommen wird, wie wir uns das wünschen, werden wir sehr schnell auf den Weg wieder zurückgehen. Okay? Gerade im Umgang mit unseren weiblichen Angestellten. Ach so, ja, natürlich. Also ich habe mich da sehr verändert zum alten Person. Und wenn man morgen zur Einstellung kommt mit Gesichtstattoos, ist das ein Einstellungshinderungsgrund, okay? Ja. Mehr muss ich da erstmal nicht so sagen. Ich gratuliere aber an der Stelle. Weiteres wird dann morgen im Laufe des Abends folgen. Sind Sie denn morgen da? Also schaffen Sie das überhaupt? Ja. Ja. Okay. Dann lassen wir uns mal überraschen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Dann sehen wir uns morgen zur Einstellung mit den Papieren. Alles klar. Dankeschön, ja? Ich müsste aber noch zum Gesundheitscheck. Ja, bitte, Entschuldigung. Also ich habe den Gesundheitscheck, da habe ich mich krank gemeldet. Ich hatte Durchfall. Ach so, also sollte, muss, dann wird der nachgeholt. Da kriegen wir einen separaten Termin für. Das lernen wir dann aber bei der Einstellung morgen. Da macht die Recruitment dann mit. Kein Problem, der kann nachgeholt werden. Okay. Solange es mit dem Durchfall wieder im Griff ist. Ja, alles, okay. Alles gut, ja. Alles klar. Dann ganz lieben Dank an der Stelle. Danke. Schönen Abend noch. Hallo, ich habe PD-Einstellung. Hallo, Hilfe. Hallo. So ein Hurensohn-Mediziner, Alter. Digga, ich dachte, hier ist diese Schönheitsklinik. Hallo. Ja, komm, mach was anderes. Hallo, Hilfe. Ah ja, da kommt ja nicht mal jemand. Ich bin hier eingesperrt. Verrückt? Ja, wenn mich keiner noticed, Alter, ich muss hier raus. Sie können hier trotzdem nicht rumschießen. Ja, was soll ich denn sonst machen, wenn mich keiner hier rausholt? Ich hab PD-Einstellung, ich muss los. Bin schon zu spät. Ich bin hier eingesperrt. Ich bin doch nicht im Krankenhaus. Okay, komm, lass noch 20 Minuten reden, Alter. Können wir jetzt rauslassen? Danke. Oh, mach doch die Tür auf, ich bin zu spät. Mediziner, mach doch die Tür auf. Oh Gott. Das macht man nicht. Oh, was hätte ich denn sonst machen sollen, wenn wir nicht schießen, nicht schießen. Okay, okay, was machen, sonst? Oder? Okay, was sonst? Ein Dispatch machen. Sie haben doch ein Handy bestimmt. Okay, ja. Was ist denn hier los? Der Herr mit den kleinen Haaren. Oh mein Gott, was für... Wie der Herr von einer geschossen, oder was? Ja. Ja, dann der Herr einmal umdrehen, bitte. Haben Sie zugehört? Hallo? Boah, ich muss mich jetzt so... Ich muss mich wirklich beruhigen, dass ich nicht alle eure Mütter beleidige und eure Väter und eure Söhne. Also, ey, versteht ihr nicht, dass ich da eingesperrt war? Wir klären das in Ruhe. Wir klären das in Ruhe. Einmal kurz umdrehen. Nee, komm, also ja, komm, das ist doch wieder... Doch, wir müssen dann einmal kurz sicherstellen, dass sie erstmal nichts mehr weitermachen können und dann klären wir in die Situation, was passiert ist, okay? Ich komme zu spät zu meiner PD-Einstellung. Ich einmal zu Wand. Alles klar. Kurz die Anstellung an. Ich komme zu spät zu meiner PD-Einstellung. Ja, wir werden die Situation in Ruhe klären. Ja, lass uns die Situation klären. Also, ein Mediziner hat mich extra eingesperrt da vorne. Ich komme nicht mehr raus. Einfach abgehauen, keiner hat mich gehört. Bevor die anderen jetzt hier mitquatschen, sie kommen erstmal hier mit mir zur Seite und dann höre ich mir das mal an. Okay. Mal her. So, dann am besten nicht mit der Stimme. Ich tue mal anscheinend wieder nach hinten. So, bitteschön, der Herr, so, was ist denn hier? Ich habe hier die Einstellung, sollte mein Tattoo entfernen. Ich dachte schon, das Klinik ist hier vorne. Ich bin da vorne hingelaufen, die Tür war offen, ich bin rein. Mediziner ist raus, hat mich eingesperrt, ich kam nicht mehr raus. Ich habe geschrien, holt mich einer raus, keiner hat mich rausgeholt. Danach sind die alle weggegangen, haben extra sich da vorne da vor die Tür verpisst, wo ich nicht mehr hören kann, wenn ich schreie, habe ich halt geschossen und endlich mal mich einer rauslässt. Ich habe auf keinen geschossen, sondern in die Luft, dass mich irgendeiner hört. Also haben sie mit einer Pistole hier rumgeballert, weil die Tür hier vorne zu war. Oh Gott, komm, komm, buchte mich ein. Nimm meine Pistole, komm. Das ja zu nein, ja, ich kann nicht mehr. Wir fragen noch einfach. Nein, ich pack's nicht. Ehrlich, ich pack alles es gut nicht mehr. Entspann dich, hol mal erstmal. Herzinfarkt, ehrlich. Also nein, das ist entspann echt, dich. Das ist echt die lächerliche Scheiße. Haben wir dich schon verknackt? Haben wir nicht. Jetzt entspann dich. So. Ich war hin... Mach mal einfach die Handschellen ab, dann ich laufe dahin, wo ich eingesperrt war, und dann verstehst du es auch. Du verstehst nicht, dass sie das extra machen, weil es Pfosten sind, ey. Ich bin echt sprachlos, ja, wie man so ekelhaft sein kann.
Mach mich Handschuhe ab, ich zeig's dir, was der Mediziner gemacht hat. Ich weiß nicht, wer es gewesen ist. Wo hat er dich denn nicht eingesperrt? In da den hinten. Raum, ja, oder? Ja, ganz da hinten, in den Raum. Ja, ganz da hinten. Wo man mich nicht mehr hört. Wo hat er dich denn da eingesperrt? Ja, keine Ahnung, die Tür war offen. Ich dachte, da ist schön, als ging Tattoo-Entfernung. Ach so, ja. Also, hast du aber nicht hier vorher die Leute gefragt, ja. Nee, also okay, warte, pass auf. Ich frag dich jetzt mal. Ja, mache. Du spannst dich kurz. Ja, aber das haben die extra gemacht. Das ist doch wieder unfassbar. Ja, ist ja okay. Wir werden das gleich rauskriegen, okay? Gut, ich komme sofort wieder. Ey, ich kann. Wirklich. Ich kann das nicht mehr. Den, den Herrn da drüben ich komme mit er gemacht. Diesen Huren nicht mehr zurecht. Ich komme. Okay, ich brauche jetzt nur eine Person, die mir jetzt sagt, was da ist. Mit diesen Huren nicht mehr zurecht. Ich schaff das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Wohl, aufgrund dessen, dass er eingesperrt gewesen ist, wohl einen Schuss sich gelöst hat. Was hätte ich hier machen sollen? So dumm. Wieso schießt der Typ mich auch rein? Wieso schießt der mich hier noch rein? Mit dem blauen Hemdchen sagst du, der hat das. Egal. Hat das auch gesehen, ja? Egal. Lass Knast gehen, scheiß drauf. Komm. Dispatch, ja, ich wollte doch einfach schnell, lass mich ein. So. Also, okay. Man muss doch nicht so übertreiben. Ey, Jungs, sehen Sie mal, sind wir jetzt auf dem Hardcore-RP-Server? Sind wir jetzt auf einem Hardcore-RP-Server? Der hat die Scheißtür drauf gemacht, Digga. Ach Gott, ey, ich kann das nicht mehr. Bro, ich hab geschossen, damit mich irgendeiner noticed, dass ich da eingesperrt bin, Digga. Da kann man die Scheißtür aufmachen, Ende. So dumm. Unerlaubter Waffen, Bro, ey, das ist so dumm. Das ist so dumm, ey. Oh, Mann. Die wissen doch, dass du Zeitdruck hast. Ja, natürlich wissen die das. Digga, war die Schönheitsklinik nicht mal da gewesen? Ich erinnere mich, ich glaube, das war auf 5M gewesen. Ich glaube, das war verwechselt vor 5M oder so. Dachte Officer, ja, hat schon wieder erledigt, Bro. Officer schon wieder durch. Kündigung. So, Grüße, Grüße. Ja. Also, pass auf, Folgendes. Ja, also, ist eine schwierige Story. Ja, viele erzählen viel. Ja, aber im Endeffekt erzählt jeder eigentlich quasi das Gleiche. Ja, sieht ja erstmal nur so aus, dass hier irgendwie rumgeschossen worden ist. Ja, also das hast du selber gesagt, weil du irgendwie wohl eingesperrt worden bist. Also es hat keiner erzählt, dass sie mich da vorne eingesperrt haben. Die haben nur gesagt, dass hier drüben, guck mal da vorne, hat jemand wohl, also sie wohl in die Richtung geschossen gehabt. Alles klar. Genau, und jetzt pass auf, folgendermaßen, ich habe mich jetzt mal mit unserer Obrigkeit mal ausgetauscht, weil du ja bei uns die Bewerbung da offen hast, ja. Die sind gerade zusammen da noch am Debattieren. Da gibt es nichts zu debattieren. Die Mediziner haben mich da vorne eingesperrt und dann habe ich laut geschrien, hol mich einer raus, dann sind die aber nach hier vorne gegangen, wo man mich nicht mehr hört. Hm. Und dann habe ich gegen die Wand geschossen, dass mal irgendeiner zu mir läuft und die Tür aufmacht. Ja, verstehe ich, schießen trotzdem im Krankenhaus ist leider nicht, das weißt du selber. Ja. Okay, was hätte ich sonst machen sollen? Ja, schreien, Dispatch machen. Ich habe geschrien. Ich hab geschrien. Dispatch habe ich nicht dran gedacht, weil ich wollte nicht zu spät kommen. Wieso haben sie keinen Dispatch an SPD, Hilton, bin im K1 eingesperrt oder so? Ja, also ich hab gegen niemanden geschossen, sondern ich habe in die Luft geschossen, dass irgendeiner mich bemerkt. Ja, bemerkt, gut. Dass ich eingesperrt bin. Sie wissen ganz genau, schießen im Krankenhaus ist nicht schlau. Ja, lieber ein Dispatch machen. Da weiß jeder Bescheid, vielleicht ja, aber, sogar bei den Medics. Aber ihr seid doch nicht in den Medics. Ich war ja schon zu spät zu meiner Bewerbung, zur Einstellung des SPD-Beamten. Aber dann wissen wir doch Bescheid. Und dann ist man ja unter so Stress. Dann ist man unter Stress. So, und wenn dann also, du wolltest eigentlich nur eine Mitfahrgelegenheit mit uns erwirken. Ja? Ist das so richtig? Ja, genau. Ach so, damit das schneller geht, ja? Genau, das war eine taktische Entscheidung zu meinen SPD-Beamten. Jetzt ist der Schritt mir vollkommen klar, was du damit versucht hast. Ach, Officer. Ja, warum nicht gleich? Ich hab das total vergessen. Andererseits ist das ja auch Freiheitsberaubung von den Medizinern. Ne? Also wieso sperrt man mich denn ein? Ja, natürlich. Also vielleicht, sollen wir vielleicht die wegen Freiheitsberaubung das ganze LSMC, was hier vorne im Vorraum direkt, stand, vielleicht direkt aktiviert. Ja, hattest du jetzt mit denen gesprochen, hier mit Tim? Ja, oder? Wir haben es jetzt vollermaßen geklärt gehabt. Sie wollten einfach nur auf sich aufmerksam machen, sie haben um Hilfe geschrien, alles der Punkt ist. Wenn sie da hinten hinter der Tür irgendwas schreien, dann wird sie da vorne keine Sau hören. Das hatte ich selber aufgenommen im LSMC. Wenn sie da hinten hinter der Tür schreien, wird sie hier vorne bei dem Eingang, da können sie noch so laut schreien, ja, sonst aber, wenn sie kein Mikrofon haben. Genau, ich habe laut geschrien, Herr Coxas. Aber das Ding ist, der Typ hat mich ja extra eingesperrt. Wieso sagt er eigentlich keiner was dazu? Wieso sperrt man mich da extra ein? Ob es extra war oder nicht, ist irrelevant. Denn, das sage ich Ihnen jetzt, keine der Parteien möchte gegen Sie Anzeige erstatten. Was bedeutet, wir lassen Sie jetzt gleich gehen. Kostas, Sie melden sich zu Ihrer Einstellung. Kostas, komm mal kurz rüber, bitte. Oh, ja, geht mal bitte kurz einer zu ihm rüber. Problem mit dem blauen Hemd. Das heißt, wir werden Sie gleich, ne, dementsprechend, wenn da jetzt nichts mehr passiert, reinlassen. Ja, ich bin jetzt in meiner Einstellung. Ich bin jetzt in meiner Einstellung. Ich weiß. Der Herr Thompson wird dann mit Ihnen gleich nochmal schnacken und Ihnen dann nochmal klar machen, dass das nichtsdestotrotz eine selten blöde Idee war. Auch wenn Sie auf sich aufmerksam machen wollten, das nächste Mal einfach Dispatch machen und bitte sowas nicht machen, weil das kann ganz, ganz schnell ganz, ganz böse enden, denn wir beide wissen, dass ganz, ganz viele Leute nicht ganz so gut auf sie anzusprechen. Ich hoffe, du verstehst meine Situation, dass ich in dem Moment, guck mal jetzt, wo du sagst Dispatch, ja stimmt, ich hätte mal Dispatch machen können, aber ich war unter Stress, ich war zu spät, dann werde ich auch noch extra eingesperrt, ja, gut, dann schreie ich rum, hol mich raus. Gut, ich will auf gar keinen Fall zu spät kommen.
Und hab ich halt einfach ja, du bist ja einsichtig und so, bist schon zu spät. Ist ja geklärt, aber Herr Hilton, kommen Sie mit, ich bringe Sie zu Ihrem Einstand. Ach, danke. Ja. Danke. Dann schönen Tag noch. Danke, Herr alles Doktor. Klar, bitte. Ja, komm, das war alles, ist gut gegangen. Er hat hier sein Bike so scheiße geparkt, echt. Ey, yo, Mann, Boss, was ist los? Kenn die nicht. Wie, kennst mich nicht? Digga, kommt hier doch irgend so ein scheiß Assi, Alter, von irgendeiner Gang. So, ich muss doch vorher dringend zur Schönheitsklinik, wegen meinem Tattoo. Ja, hast du immer noch? Ja, ich wollte doch zur Schönheitsklinik, die haben mich eingesperrt. Unten, ne? Ja, das habe ich jetzt auch erfahren. Runter, machen wir das. Wow. Das habe ich jetzt auch erfahren, Officer. Ich dachte, die wäre oben noch. Also ich komme noch aus Zeiten, da war die oben. Ja, komme ich auch. Also von daher ist es. Deswegen bin ich ja da hingegangen. Das ist mager, weiß, wenn das mal oben Dispatch und unten gemacht ist. Ja, ich mag beides. Warum hast du denn kein Dispatch gemacht? Ja, mal ey, ich war so nervös. Da denkst du nicht an ein Handy rauszuholen. Ich habe einfach dann gegen die Wand. Du hast einen klaustrophobischen Anfall bekommen. Ja, ja, ja. Platzangst, ja. Bekommen, ja? Platzangst. Also, man versteht das. Das war mein Hauptargument dafür. Wo muss ich jetzt hier hin, ey? Ach, hier, alles klar. Okay. Ja, aber denkt an alle im Gesicht, weil sonst ja, safe. Gibt's keine Einstellung. Das geht aber schnell hier mit dem Tattoo-Laser. Ach, scheiße. Ey, Mann, hast du 3.000 Dollar dabei? Hier, 4.000? Nee, hier vorne, da. Also ATM. Ein Geldautomat meine ich, nicht ATM. Ja, das ist doch ein ATM, steht da ATM drauf. Ja, Geldautomat. Jeder hey, Junge, da steht doch ATM drauf. Da redest du hier von Geldautomat. So, Gesicht ist wieder clean. Hast du alle weg? Ja, Gesicht ist clean, würde ich sagen. Perfekt. Kannst du mal meine Fresse gucken? Ist alles weg, ne? Kriegst du recht sogar Sonderauftritt. Ich bringe sogar Polizisten zur Einstellung. Ja, das war auch mein Plan gewesen. Darum habe ich auch geschossen. Pass auf, jetzt am besten noch mit Handschellen. Warte, wir fesseln ihn doch und tragen ihn rein und werfen die vor Tom. Ja, so Prank. Ja, Hilton leider hat gerade jemanden ermordet. Prank. Nein. Bitteschön. Hallo. Moin. Guten Tag. Okay, Moment. Leute. Ey, ja. Herr Hilton. Ja. Ja? Ich bin's langsam leid, wirklich. Ich bin's leid. Ich habe Ihnen gestern was gesagt gehabt. Wir haben jetzt schon wieder Stress gehabt und dann kommt sie zu Ihrer Einstellung. Wieso zur Hölle haben Sie kein Oberteil an? Da ich war verhindert, weil mich ein Mediziner eingesperrt hat. Extra, absichtlich, damit ich zu spät komme. Dann wurde ich mit dieser LSPD-Schleife zum Tattoo-Dings gefahren, um mein Tattoo wegzumachen. Und ja. Sie werden unter extrem strengen Auflagen jetzt gleich Ihre Papiere bekommen, Hilton. Nochmal extrem streng. Der Einstieg, den Sie hier gerade machen, der ist dem geschuldet, dass Sie eine Direktion erwarten dürfen, die den Leuten eine Chance gibt. Seid ihr, oder jetzt in dem Fall explizit Sie, ein Teil unserer Behörde und Sie reißen sich nicht am Riemen, dann fliegen Sie schneller raus, als Sie gucken können. Hey, haben Sie das verstanden? Lieber. Ja. Verstanden, Sir. Okay, möchtest du den kurz einstellen? Ja, ja. Komm mit. So, dann brauchst du mal bitte einmal deinen Ausweis. Ja, klasse. Sozialstufe hast du schon mal die perfekte? 31, falls du es nicht selber bist. Ich hab's gerade geschaut. Du hast GWD und du hast die Möglichkeit bei uns mit Rang 1 oder mit Rang 0 eingestellt. Ein Unterschied ist nur die Berufssperre bei etwaischer kurzzeitigen Kündigung. Das heißt, mit Rang 0 hast du keine Probezeit. Also du kannst jederzeit kündigen, ohne Konsequenzen zu haben. Und mit Rang 1 hast du die Konsequenz zu tragen, dass du, wenn du unterhalb von 4 Wochen kündigst, eine Fußfessel kriegst. Nachteil, Rang 0 hast du keinen Schlüssel, Rang 1 hast du Schlüssel. Fußfesseln, wie, was heißt, komme ich in den Knast dann, oder? Nein, du kommst nicht in den Knast. Und zwar legen wir dahergehend Fußfesseln an, dass du nicht innerhalb von 2 Wochen in eine andere Fraktion wechseln kannst. Sprich, du kannst nicht einfach bei uns kündigen und dann zum Debus wechseln, sondern die Fußfessel sind hier noch beim LSPD angelegt. Ja, Sir, da können Sie mich auf dem Rang 1 machen. Also, ich bin ja die Post, also ich habe keinen Bock auf Müllmann. Ja, ich meine nur, weil viele denken dann immer, okay, ich wechsle dann halt woanders hin. Ach, ich komme sowieso nicht nirgendwo rein, das wissen Sie doch. Also bei uns hast du schon mal die Möglichkeit gekriegt. Ja, ich war ja auch schon mal beim LSPD. Ich bin ja eigentlich einer von den Guten. Danke, Herr Weniger. Genau, einmal unterschreiben. Ich rufe dir jetzt schnell jemanden drüber, der holt dich gleich hier ab und dann geht's gleich für dich weiter. So, darfst du den Herrn Hilton mitnehmen? Das ist die Frau Sonja McFly und die kümmert sich jetzt schnell um dich, ja? Yep. So, Herr Hilton, jo. Auf geht's, dann gehen wir mal rüber.